Kinas, wir müssen über das empyreanische Event sprechen, denn ich habe ein paar kleine Hinweise für euch, damit ihr das Meister aus dem Event rausholen könnt. Nämlich, ich habe euch in einem anderen Video gezeigt, wie ihr das Event freischalten könnt. Und es ist so, dass unser Resonanzrang oder unser insgesamte Resonanzpower, wie sie hier zu sehen ist, 3700. Das bedeutet, wir bekommen jede Woche nach dem Dienstagsreset genau diese Menge an Fraktalin zur Verfügung gestellt. So, damit können wir entweder irgendwelche Bounties hochjubeln und die einlösen. Das habe ich euch gezeigt. Das ist ganz interessant. Aber es wäre viel schlauer, wenn ihr dieses Fraktalin nutzt, um eure Obelisken hochzuleveln. Das heißt, wenn eure Obelisken, so wie in meinem Fall hier zwischen 3 und 3 und 11 und keine Ahnung, 10 irgendwie rumkrebsen, das heißt, ihr habt noch Luft nach oben, denn 11 ist der Maximalrang pro Obelisk, dann würde ich echt dieses Fraktalin nutzen, um eure Obelisken hochzujubeln. So, wenn ihr jetzt aber sagt, Mensch, Schreuder, ich habe gar keinen Bock auf diese blöden Kack-Obelisken, ich will jetzt sofort die Dinger einlösen und meine Bounties hochjubeln, damit ich coole God Rolls von den Waffen bekomme, dann gibt es dort einen anderen Hinweis, den ich euch geben kann. Wie ihr bei mir sehen könnt, ich habe hier lichtverschmolzenes Fraktalin. Wenn ihr euch jetzt wundert, hä, wieso hat der Reuter das und ich nicht? Ganz einfach. Die Questline, die euch quasi ermöglicht, an diesem Community-Event teilzunehmen, da habe ich, wie gesagt, ein Video dazu gemacht. Da ist der letzte Questschritt, man muss mit Osiris sprechen. Wenn ihr das macht, dann textet er euch wieder mal zu. Und am Ende seiner ganzen Texttirade müsst ihr hierhin zurück in den Turm, zum Turmobelisken. Und dann seht ihr hier, man kann lichtverschmolzenes Fraktalin kaufen. So, was das macht, ist nämlich ziemlich geil. Ihr seht hier, das kostet 20.000 Glimmer und ein paar legendäre Bruchstücke. Also wenn ihr genügend Glimmer habt, dann könnt ihr davon ein paar kaufen. Kleiner Tipp, wenn ihr zu Spider lauft in die Wirrbucht. Wenn ihr Glimmerprobleme habt, kein Problem. Lauft zu Spider, guckt, ob er Glimmer im Angebot hat. Wie hier in meinem Fall kriege ich 10.000 Glimmer für ätherische Spiralen. Davon habe ich ein paar, zack. Und schon kriege ich Tausende von Glimmer bis zum Cap, damit ich ganz viel für dieses super tolle, exotische Fraktalin ausgeben kann. Zurück von Spider mit den Taschen voller Glimmer könnt ihr, wie gesagt, dieses lichtverschmolzene Fraktalin kaufen. Und ich zeige euch jetzt mal, was das macht. Bevor wir das kaufen, werfen wir mal einen Blick auf meine Obelisken. Merkt euch 3, 11, 3, 10, 11. 3, 11, 3, 10, 11. Oder 12, wie ein Kölner sagen würde. Jetzt kaufe ich mal, ich sage, 5 Stück davon. Okay. Und wir bleiben immer noch bei, ich kann es nicht sehen, 3, 11, 3 und 10 und 11. Hat sich nichts geändert. Aber wir haben jetzt 5 lichtverschmolzene Fraktalin im Sack. Und jetzt gehen wir mal zu einem Obelisken in der Karte und dann zeige ich euch, was wir damit machen können. Ich habe mich auf den Mars begeben, weil mein Mars-Obelisk einer der schwächsten ist. Und zur Erinnerung, wir haben immer noch unser tolles exotisches Fraktalin, nenne ich es mal, im Inventar, nämlich 5 Stück. Und wenn ich jetzt den Mars-Obelisken checke, seht ihr hier, mein Resonanzrang ist 3, also ziemlich schlecht. Ich habe überhaupt kein Fraktalin, das ich ausgeben kann, aber ich habe jetzt dieses, sag ich mal, lichtverschmolzene Fraktalin, das exotische, und da steht signifikante Resonanzinfusion. Und wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, zack, dann habe ich den komplett Rang 4 ein Level verpasst. Mit einem so einem Item. Das kann ich jetzt nochmal machen. Zack, hurra, und noch ein Level. Und jetzt klicke ich da drauf wie so ein Gaskranker und verpulver jetzt meine ganzen 5 exotischen Fraktalin-Dinger hier. Zack, ein Haufen sinnloser Items, aber mein Resonanzrang ist 8. Krass. Das heißt, wenn ihr euer normales Fraktalin ausgeben wollt, um irgendwie Bounties einzulösen, dann könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr genügend Glimmer habt und genügend Bruchstücke, dann könnt ihr mit diesem exotischen Fraktalin eure Türme da ebenfalls, eure Obelisken ebenfalls leveln. Okay? Nachdem ich meinen Mars-Obelisken hochgelevelt habe, indem ich dieses exotische Fraktalin genutzt habe,
ist meine Resonanzpower auf 4200 gestiegen. Das heißt, nächste Woche, Dienstagabend, bekomme ich 4200 Fraktalen, das ich irgendwie verblasen kann. Entweder um meine Obelisken noch weiter zu leveln, damit ich in der nächsten Woche noch mehr Fraktalen bekomme, oder ich löse einfach Bounties ein. Für alle diejenigen unter euch, die wie ich noch den Season Pass leveln müssen, wenn ich war ein bisschen faul, ich bin erst bei Rang 46, ist ja bekannterweise eine effektive Methode, indem ihr einfach Bounties einlöst. Und im Besonderen, da wir jetzt dieses Fraktalin nutzen zu können, um diese zeitverehrten Beutezüge einzulösen, gebe ich euch den Tipp, kauft perfektes Paradoxon Bounties, wenn ihr nur auf das Level aus seid und nicht auf eine bestimmte Waffe, weil ihr aus irgendeinem Grund mehr perfekte Paradoxon Beutezüge kaufen könnt als im Vergleich zu den anderen Waffen. Ich habe jetzt ja leider kein Fraktalin mehr, aber kauft euch jede Menge Paradoxon Beutezüge, spendet euer Fraktalin, löst die Beutezüge ein und ihr levelt euren Resonanz, wollte ich schon sagen, euren Season Pass Rang relativ schnell. Eine andere Sache, die vielleicht noch nicht so ganz klar ist, ist der Umstand, was haben wir eigentlich davon, wenn wir als Community dieses Fraktalin spenden? Um was geht es eigentlich in diesem empyreanischen Event? Können wir eigentlich den Fortschritt irgendwo einsehen, inwieweit die Community schon was gespendet hat? Ja, das können wir, indem wir einfach auf den PvP-Zielort klicken. Und dort seht ihr, wir haben ein empyreanisches Fundament. Und ihr seht hier, wir haben ja schon ja, mehr oder weniger die Hälfte des Community Events abgeschlossen. Ihr seht hier diese gelben Balken, die ausgefüllt sind. Und wenn diese gelben Balken komplett einmal rundherum laufen, dann haben wir quasi dieses Event abgeschlossen. Jetzt fragt ihr euch, okay, was haben wir davon? Was gibt es am Ende dieses Events? Und zwar ist es so, dass wir wahrscheinlich die Trials in der nächsten Season zurückbekommen. Das heißt, selbst wenn wir dieses Event jetzt vor dem Season-Ende hier abschließen, dann bedeutet es nicht, dass wir sofort die Trials wiederkriegen oder dass das neue Überraschungsevent sofort in Kraft tritt, nein, sondern das heben die sich wirklich für die nächste Season auf. Genau, also hier könnt ihr den Fortschritt begutachten. Ich meine ganz ehrlich, das haben sie so oder so geplant für die nächste Season. Wir werden die Trials sowieso bekommen. Und da die ganzen Destiny-Geier sowieso spielen wie die Bekloppten, wahrscheinlich Milliarden von Fraktalien spenden, müsst ihr euch, glaube ich, keine Sorgen drüber machen. Das war's schon für das Video. Ich hoffe, es hat euch ein paar Zusatzinfos gegeben über dieses Event. Sobald ich mehr Infos habe oder ein cooles neues Update, gibt es ein neues Video. Bis dahin, macht's gut!